Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge Balloons Tower Defense 5. Der Folge, sorry, ich habe jetzt mal Folge 2 hingeschrieben. Dann wird es Folge 1. Ne, die habe ich schon gezeigt. Oder nicht? Doch, nein. Ich habe keine Ahnung. Den habe ich nicht gezeigt. Den glaube ich auch nicht. Und den. Naja. Ah, ich habe keine Ahnung. Komisch. Ich hoffe, ich habe keinen von denen gezeigt. Ich denke, die Kanone schon. Gut, daneben. Ich zeig erstmal das Schiff. Ich erkläre es auch heute besser als letztes Mal. Letztes Mal konnte ich es nicht erklären. Auf jeden Fall, in der Folge erkläre ich es mehr. In der Mitte haben wir Emojis, ganz normal. Ja. Ich schreibe jetzt halt. Wie man sieht, ganz oben in der Mitte steht ja Runde 3. Hier sind doch Runde 3. Unten drunter steht Zeit. Noch unten drunter ist mein Geld und ganz unten drunter, wie viel ich pro Runde krieg. Ganz unten steht auch Quick. Da kann ich Ballons beim Gegner setzen. Und was habe ich denn noch in der letzten Folge nicht gesagt? Hier sind ganz unten rechts sind auch ein paar Sachen. Und zwar, ich kann den Gegner schlechter seine Sachen machen für eine Runde oder meine besser für eine Runde. Und das, was oben drüber diesen Affenkopf ist, sind Nägel. Die habe ich dreimal immer jede Runde und kann ich sitzen. Ja. Und das Schiff haben wir jetzt erstmal richtig aufgebaut. Jetzt zeige ich die. Ja, ich glaube, die Kanone habe ich schon gezeigt, aber nochmal, falls ich sie nicht gezeigt habe. Hier, man kann die Bombe verbessern, allerdings. Moab-Mauler gibt es da auch noch, sieht man. Ich lasse die jetzt erstmal so stehen, ne? Weil ich glaube, die habe ich gezeigt. Da gibt es den Boomerang-Affen auch noch. Dann bringt das ab: Sonic Boom, Duster und Rod. So sieht es denn aus, ja. Und noch ein bisschen mehr, damit wir mehr Cash pro Runde kriegen. Und ja. Und noch das kleine Häuslein da. Das demonstriere ich auch noch. Weil ich habe eigentlich so gar keinen Bock. Weil ich habe gerade keine Ahnung, ob ich die kennen gezeigt habe oder nicht. Das stört mich etwas. Auf jeden Fall grade ich die jetzt noch ab. So, da habt ihr eure Megakanone. Falls das manche von euch wollten. Auf jeden Fall, jetzt spare ich auf dieses Dorf und Sachen, damit ich pro Runde mehr Geld kriege, wie man es kennt. Ich kriege schon 300 pro Runde, finde ich ganz okay. Oh, der kriegt sogar Schaden. Und gerade hat man gesehen, wie er seine Sachen verbessert hat. Nur jetzt hat er sie nicht mehr verbessert. Das war nur für eine Runde. Und jetzt setze ich das Häuslein. Zack. Alles wird billiger ein bisschen. Ich weiß nicht, ob man das davor gesehen hat oder nicht. Auf jeden Fall wird alles etwas billiger im Kreis, im Radius. Und wenn ich das jetzt kaufe, Radarscanner, bedeutet das, ich kann alle Unsichtbaren angreifen. Und das heißt Monk-Affendorf. Der heißt Bumerang-Typ, also Bumerang-Affe. Und der heißt Affen-Dings.
Bukaina. Keine Ahnung, wie man das ausspricht und sagt. Und das ist der Bombenturm. Falls ihr die Donut kennt. Ich denke halt eben, den Bombenturm habe ich schon gezeigt, falls nicht. Ja, seht ihr ihn hier nochmal. Oder zum ersten Mal. Und falls ihr ihn gesehen habt, dann seht ihr ihn jetzt nochmal, ja. Für die, die sich fragen, was das links dieses Fragezeichen da soll, neben den Stacheln, da sind die Infos nur. Auf jeden Fall, da will ich noch ein Schiff setzen. Und alles ist etwas billiger. Und natürlich hilft es was. So, mehr Geld pro Runde ist auch sehr wichtig immer. Ab und zu mal zu machen. Nochmal. Auf 500 kriegen wir das doch, oder? $500 pro Runde. Das kriegen wir doch hin. $500 pro Runde, das kriegen wir noch hin. Das Boot erstmal verbessern. Und dann haben wir zwei von den Megabooten. Auf jeden Fall, ich gehe erstmal auf mein Zimmer, weil es sonst gleich laut wird. Auf jeden Fall haben wir jetzt zwei Todesboote. Die wo ich jetzt gleich auch. Jetzt kriege ich. Das ist hart. Das Schiff ist hart. Aber das Flugschiff. Das wird hart. Ich glaube, ich habe verloren die Runde sogar. So schwer ist der. Weil den kann ich eigentlich beim anderen auch sitzen, aber das. So, hier geht's weiter. Die Runde haben wir verkackt. Ich bin gerade so enttäuscht, weil ich glaube, ich habe die Kanone schon gezeigt. Nein, das gucken wir uns nicht an. Das essen wir weg. Alter. Ich glaube, wenn man das fertig spielt, muss man das nicht mehr zeigen. Also muss man nicht mehr machen. Komm, schnell. Da, schneller. Danke. Nein, man kann es nicht wegmachen. Und ich will es aber nicht spielen. Kleiner Cut. Bis gleich. Auf jeden Fall geht's weiter. Und es tut mir leid, dass die letzte Folge 2 steht und nichts erklärt konnte, weil ich habe die erste Folge schon rausgebracht. Im Prinzip, aber die geht irgendwie nicht. Die ist kaputt oder so. Hab keine Ahnung. Auf jeden Fall. Wir haben schon sehr viel. Haben wir den Sniper letztes Mal ausprobiert? Ich denke schon. Heute testen wir dann noch, würde ich meinen. Den. Ja, gut, dann nehmen wir nochmal skippen. Und die Welt mag ich nicht, deswegen skippe ich die auch. Die Welt hattet ihr nur noch mal. Wir nehmen noch schnell dann den heute, den und den. Das habe ich gesagt, ne? Den können wir eigentlich gleich lassen, weil wir den dann heute auch noch kennenlernen. Vielleicht. Late Game. Puh, nee, ich will kein Late Game. Nee, wir machen kein Late Game in der Folge. Ich will erstmal die Karten alle zeigen.
Ende. So. Also wir fangen erstmal damit an. Das ist einer der geilsten. Ballons kommen von oben, gell? Ja. Der wirft nämlich dort Nägel immer hin. Das finde ich relativ cool. Weil die Nägel sind. Ne? Ich denke, es reicht diese Demonstration für den, oder? Der könnte jetzt noch einen Schnelligkeits-Upgrade kaufen. So sieht es halt dann eben aus, ne? Jetzt gehen wir zum nächsten. Den Klebstofftypen. Den gradieren wir aus dicker. Ja, der verlangsamt eigentlich nur die Sachen. Gloosblätter. Wenn man Gloosblätter hat, ist es schon besser. Oder viel besser. Wen haben wir denn noch? Oder Feuerstacheln. Dann hast du die Stacheln da, die wo wir hier haben. Auf jeden Fall, wir sitzen dann noch gleich in einem Helikopter. Oder nicht Helikopter, sondern wie heißen die Flugzeuge? Ach, schnell, ich verabschiede mich. Ich muss mich noch verabschieden. Okay, ich verabschiede mich mal jetzt, aber ich beende noch nicht die Folge. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen bis jetzt. Gebt einen Daumen hoch, da wenn ihr mehr davon sehen wollt. Abonniert mich, wenn ihr es noch nicht getan habt. Das würde mir helfen für den 10 Abonnenten Special. Aktiviert die Glocke, damit ihr keine Videos verpasst. Und ja, bis nächstes Mal. Ich mache jetzt noch weiter, aber... Das ist dieser... Ich finde den jetzt nicht so gut, aber... Ist halt jeden den seins. Ja, ist halt eine... Ist halt ein... Wie heißen die Flugzeuge? Ich weiß es nicht genau. Schnelle Produktion. Und dann noch für den Super... Also, die heißen... Der heißt Affen Ace. Der heißt... Glue Kleberwerfer. Und der heißt Stachelfabrik. So. Und dass wir den Flugzeug bekommen haben, ist eigentlich relativ... Ah, ne, dass wir den Affen bekommen haben, ist relativ... Ah, wir kriegen Schaden. Ich wollte gerade zu Ihnen Danke sagen, aber das geht nicht. Achso, das erkläre ich auch noch in der ersten Folge. Die Herzballons, die regenerieren sich... Und da gibt es noch solche, warte. Ah, getarnte. Na, wie kann man das zeigen? Ist schwer. Aber wie zeigt man das am besten? Runde 12 zeige ich das. Auf jeden Fall muss ich mich auch gleich verabschieden schon, ne? Also, zu Ende. Und das hier ist der Superaffe. Da, das sind getarnte, ein unsichtbarer. Ich kann die jetzt nochmal zeigen. Da seht ihr, wie die aussehen. Bei den Ballons. Und mit Herzkombination sehen die so aus. Ich kann auch nur Herz nehmen. Nur getarnt. Oder gar nichts, ne? Und das ist der Laseraffe. Also der Superaffe, ja. So heißt er. Ich hoffe auch, dass euch die Folge hier gefallen hat. Wenn ja, gebt einen Daumen hoch da und es tut mir leid wegen dem. Ihr wisst schon, das ist die erste und das ist der Vor, die zweite war, ja. Bis nächstes Mal und ciao.